Ja, vielen Dank. Also ich bin gebeten worden, eben über diesen Artikel zu reden, den wir im European Journal of Epidemiology veröffentlicht haben. Der Titel wurde mir auch ein bisschen vorgegeben, woran hakt es? Also wir sind ja Demografen, wir machen diese Big-Picture-Forschung mit Makrodaten. Also so richtig in die Kausalitäten gehen wir nicht rein. Das heißt also, dieses woran hakt, das wird mit sehr vielen Fragezeichen behaftet sein. Aber ich denke mal schon, dass ich einige Sachen sagen kann. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist ja eine Ressortforschungseinrichtung. Das heißt, unser Auftrag ist es, die Bundesregierung zu beraten bei Fragen des demografischen Wandels und den Herausforderungen, die sich dadurch ergeben. Und natürlich ist das Gesundheitswesen jetzt auch durch die Alterung der Gesellschaft stark unter Druck. Also insofern ist das auch in unserem Fokus. Wir haben die Alterung der Babyboomer bevorstehen und aktuell sind die ja noch mitten im Leben, ne? Also im Arbeitsmarkt, zahlen ein in die Gesundheitskassen. Das heißt, im Moment haben wir ja eigentlich von den Kostenstrukturen noch ganz günstige Verhältnisse, was die demografische Struktur angeht. Das ändert sich jetzt aber rasant. Ne? Also bis 2030, was ja nicht mehr lange hin ist, sind die dann überwiegend im Ruhestand, nicht mehr Einzahlende in dem Maße, halt noch als Rentenempfänger. Und gleichzeitig haben wir ja diese sehr gering besetzten nachfolgenden Generationen, was also die Kostenstrukturen im Gesundheitswesen schon da berühren wird. Und dann kommt ja noch hinzu, dass sie natürlich dann irgendwann auch in die Alter kommen, wo die richtigen Kosten anfallen. Und das ist dann nochmal so zwischen 2030 und 2040 der Fall, wo dann eben auch die Ausgabenseite sehr extrem belastet werden wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir da weitermachen? Jetzt haben wir schon sehr ungünstige Kostenstrukturen, wie wir ja schon sehen, an dieser ersten Grafik, die gezeigt wurde. Insofern denken wir, dass ein Weiter-so nicht möglich ist und das denkt ja auch die Bundesregierung. Darum ist ja auch Prävention als ein großer Teil in dem Koalitionsvertrag drin. Da sind ja etliche Punkte, es ging ja jetzt auch gerade wieder durch die Presse, was alles an Maßnahmen noch angesetzt wird. Wir müssen da was tun, dass die Kosten runterkommen und Prävention ist natürlich ein toller Ansatz, nicht nur, weil er die Kosten reduziert, sondern weil er ja auch das Wohlbefinden der Bevölkerung stärkt. Wenn wir es schaffen, dass die Leute länger gesund bleiben, länger gesund altern, ist das ja auch für die Gesellschaft an sich ein Mehrwert. Ja, Lebenserwartung, das ist eigentlich eine Studie, die durch Journalisten und Journalistinnen entstanden ist, die halt ständig auf uns zukamen, warum ist denn Deutschland so schlecht? Und für uns war das eigentlich gar nichts Neues, von der Demografie ist das eigentlich bekannt. Gut, Deutschland irgendwo in der Mitte Europa, zwischen West- und Osteuropa, halt mit so einer mittelmäßigen Lebenserwartung. Aber wenn man natürlich dann nur auf Westeuropa guckt, und eigentlich definieren wir uns ja zum gewissen Teil zumindest als ein westeuropäisches Land, dann stehen wir da echt ziemlich schlecht da. Also wenn man jetzt die Männer anguckt, sind wir bei Position 14, knapp vor Portugal. Bei den Frauen an 13. Stelle, da sind England und Dänemark hinter uns. Und wenn wir gesamt gucken für Männer und Frauen, sind wir tatsächlich mit der roten Laterne unterwegs. Und das gleichzeitig natürlich bei relativ hohen Gesundheitsausgaben. Also wir sind nicht ganz so schlimm dran wie die USA. Die haben ja wirklich mit den Deaths of Despair und einem sehr schlecht zugänglichen Gesundheitssystem arge Probleme, überhaupt eine relativ hohe Lebenserwartung zu erreichen. Deutschland ist aber schon in dieser Richtung auch unterwegs und eben nicht mehr dabei bei den Ländern, die ein relativ günstiges Verhältnis zwischen der Lebenserwartung und den Gesundheitsausgaben aufweisen. Und das ändert sich auch noch gerade in den letzten Jahren stark. Und da könnte man natürlich sagen, gut, Deutschland altert, das trägt dazu bei. Aber es gibt ja auch Spanien und Japan, das sind auch Gesellschaften, die altern. Das heißt also, die sehen diese gleichen Entwicklungen, aber nicht diese Entwicklung in den Kostenstrukturen. Also haben wir ein German Puzzle. Es gibt eine hohe ökonomische Entwicklung. Wir haben ein hochentwickeltes und gut zugängliches Gesundheitssystem, einen stark ausgebauten Wohlfahrtsstaat, einen hohen Bildungsstand der Bevölkerung, aber eine relativ niedrige Lebenserwartung. Das war so praktisch der Ausgangspunkt für unsere Studie, dass wir mal gucken wollten, was können wir als Demografen dazu beitragen an Erkenntnissen, warum das der Fall ist. Und dafür machen wir dieses Klassische, was Demografen gerne machen. Wir gucken uns Vorreiterländer an, also Vanguard-Countries, Schweiz, Frankreich, Spanien, Japan. Schweiz bietet sich gerade an, auch deutschsprachig, Nachbarland, ähnliche ökonomische Entwicklung. Und haben dann geschaut, wie unterscheiden die sich denn eigentlich hinsichtlich der Lebenserwartung und auch der Todesursachenstrukturen von Deutschland. Und bei den Männern stellen wir fest, dass die Rückstände, die wir haben gegenüber diesen Ländern, und die sind beträchtlich, also zum Beispiel gegenüber der Schweiz 3 Jahre bei den Männern, gegenüber Spanien 3 Jahre bei den Frauen, gegenüber Japan sogar 4 Jahre bei den Frauen, das sind jetzt nicht kleine Zahlen, wo sich Deutschland da von diesen Ländern unterscheidet. Und da ist es eben bei den Männern überwiegend in den Altersgruppen 50 bis 64 und 65 bis 79, also nicht im höheren Alter, also nicht im höchsten Alter, sondern in so einem mittleren Alter.
Aber wir verlieren zum Beispiel schon beim Alter 50 bis 64 gegenüber der Schweiz ein Jahr an Lebenserwartung. Also praktisch schon in dem Bereich haben wir extreme Verluste an Leben gegenüber der Schweiz. Bei den Frauen ist es eher in den wirklich höheren Altern, also ab 65 bis dann auch 80 plus. 80 plus ist auch das Dominierende bei den Frauen. Also da haben wir so eine bisschen andere Struktur, wo die Rückstände auftreten. Und bei der Todesursache sind es eben insbesondere die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da muss man sagen, dass natürlich Todesursachen im Vergleich zu Altern nicht ganz so gut erfasst werden. Also Alter ist eine relativ gut erfasste Variable in unseren Ländern, weil wir ja den Geburtsort seit 120, 130 Jahren, das Geburtsdatum seit 120, 130 Jahren gut erfassen. Bei den Todesursachen ist es ja meistens so, dass nicht eine Todesursache entscheidend ist, sondern dass wir mehrere Todesursachen auf einmal haben und dann eben der Leading Cause of Death bestimmt werden muss und da natürlich dann auch Problematiken auftreten können. Aber wir haben hier eine ganz klare Evidenz, also 60-90% des Rückstands gegenüber diesen Ländern sind eben durch diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen erklärt. Das heißt, selbst wenn da Coding-Probleme auftreten, denken wir, dass die eben nicht den Großteil, also dass es nicht ein ganz, dass dieser ganze, die ganze Differenz sich nur als ein Bias aus dieser Codierungsproblematik erklärt. Dagegen haben wir dann oft leichte Vorteile bei Atemwegserkrankungen und äußeren Ursachen im Vergleich zu den anderen Ländern. Wenn man die regionalen Muster anguckt, das ist jetzt noch eine andere Studie, die wir in Social Science and Medicine dieses Jahr publiziert haben, da haben wir uns diese präventiv und medizinisch vermeidbare Sterbefälle angeguckt, das sind dann bestimmte Todesursachen, auch wieder sehr stark dominiert durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da kann man dann nochmal ein bisschen in das Land reingucken und schauen, wo treten denn eigentlich diese Ballung von vermeidbaren Sterbefällen auf. Und natürlich haben wir jetzt Ostdeutschland da als ein Gebiet, wo das tatsächlich der Fall ist, was dann ja auch wieder für sozioökonomische Verhältnisse spricht, dass dort eben durch schon Vorerkrankungen eben dann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung öfters zum Tod führen. Wir sehen das ja auch im Ruhrgebiet, auch ein Transformationsgebiet, Saarland ebenso ein Transformationsgebiet, wo halt dann diese vermeidbaren Sterbefälle in einer geballten Form auftreten. Und was ganz interessant ist, wenn man eben nach Süden geht, sieht man eben nochmal von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ja in Deutschland das Gebiet, was die höchste Lebenserwartung hat, dass wir da dann auch nochmal eine deutliche Treppe haben gegenüber der Schweiz, was halt die vermeidbaren Sterblichkeit angeht, dass dort eben in der Schweiz nochmal ein deutlich niedrigeres Niveau ist als in unseren besten Gebieten im Süden Deutschlands. So, kommen wir zu den Ursachen. Also da haben wir drei Sachen im Paper diskutiert. Eine Sache ist natürlich, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg hatte mit einem ziemlich schlimmen Ende, was ja dann auch noch zu Hungersnöten geführt hat, 1946 und so weiter. Wenn jetzt diese Early Life Conditions extrem wichtig wären, könnte das natürlich auch ein Grund sein, warum Deutschland gegenüber anderen Ländern zurückliegt. Andere Länder hatten allerdings auch den Krieg, also auch Frankreich hatte da viel erlebt. Also insofern haben wir da reingeguckt, haben keine Kohortenmuster gefunden und gehen davon aus, dass das eigentlich nicht eine Ursache dafür sein kann, dass Deutschland jetzt so zurückliegt. Transformation in Ostdeutschland, ein interessantes Thema, kann man ganz einen anderen Vortrag noch drüber halten. Es ist ja diese Wendegeneration, also meine Generation ungefähr, war schon sehr stark betroffen, was jetzt auch gesundheitliche Folgen angeht. Also die praktisch schon 20, 30 waren, als ihr Land plötzlich verschwand. Und die haben auch eine Übersterblichkeit über dem Westen, die auch wieder sich zu 50% durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen erklärt. Aber das ganze Muster, die Unterschiede zu den anderen Ländern, kann das eben auch nicht erklären. Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, da gibt es gemischte Befunde. Also beim Rauchen liegt Deutschland nicht gegenüber anderen Ländern sonderlich zurück. Auch beim Alkohol sehen wir da keine großen Unterschiede. Insgesamt ist aber natürlich schon Ausbaupotenzial beim gesunden Verhalten, also dass man da noch mehr machen kann. Da hat die Bundesregierung ja auch einige Vorschläge gemacht, wie man da noch besser werden kann, dass auch das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung sich noch verbessert und dazu beiträgt, dass wir da besser werden. Und wir müssen natürlich auch gerade den Fokus auf vulnerable Gruppen setzen. Da haben wir mit der Rentenversicherung mal Analysen gemacht nach sozioökonomischem Status, dass eben bei den Hochgebildeten oder denen mit hoher Rente die Lebenserwartung immer noch sehr stark steigt, dass die Anstiege bei denen mit niedriger Rente eben deutlich geringer sind, dass es also gerade diese Gruppen sind, wo wir Probleme haben und die wir noch besser erreichen müssen. Prävention, da gibt es deutlich klarere Befunde. Wir haben viele Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Multimorbiditäten. Insgesamt hat Deutschland ja historisch Schwerpunkt auf kurativer Medizin, die sich auch aus unserer Geschichte erklärt.
Da müssen wir ran und da versucht ja auch die Bundesregierung jetzt praktisch das Ruder rumzureißen, also mehr in die Prävention zu setzen, eben da ein bisschen mehr Investitionen zu setzen, die dann hoffentlich am Ende weniger Investitionen in die kurative Medizin erfordern, weil eben viele Leute gesünder in hoher Alter kommen können. Da haben ja auch Stefan Baldus und Karl Lauterbach noch auf unser Paper reagiert und auch nochmal sehr viele Vorschläge gemacht, was man da tun könnte. Insofern ist das mein Vortrag. Ich denke, Prävention, the time is now. Also wir müssen wirklich jetzt in der Alterung unserer Bevölkerung uns darum kümmern, weil in 20 Jahren es eben zu spät ist. Wenn die Babyboomer schon 80 sind und viele Krankheiten angesammelt haben, ist es zu spät, da noch was zu investieren. Jetzt haben wir noch die Mittel, die Kostenstrukturen sind noch relativ günstig, also müsste man jetzt praktisch investieren, damit man in 20 Jahren viel weniger Probleme hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klüsner. Gibt es Fragen? Herr Klüsner, Lebens, und ich war gerade gestern noch in der Runde zum Thema Früherkennung KHK im Ministerium mit Herrn Lauterbach. Ich würde Ihr letztes Dia, würde ich etwas umschreiben. The time was yesterday. Now ist schon wieder zu spät. Wenn wir reden seit 30 Jahren über Prävention. Wenn wir sie jemals ernsthaft angepackt hätten, wären wir heute nicht da, wo wir sind, sondern würden deutlich besser dastehen. Sie haben am Anfang Ihres Vortrags auch nochmal diese schöne Verknüpfung gezeigt, wo ich jetzt mal annehme, es ist nicht Ihr Zitat selber, dass Sie sagen, ich stehe dahinter, nämlich die Verknüpfung, wir haben hohe Gesundheitsausgaben und trotzdem sterben die Leute häufiger. Als Verknüpfungsfrage Multiple-Choice-Test wäre das die falsche Antwort. Wir haben deswegen so hohe Ausgaben, weil wir in der Vergangenheit zu wenig gemacht haben. Was wir heute machen, ist ein kontinuierliches Hinterherlaufen, der Versuch zu reparieren. In der Regel ist der herzinsuffiziente Patient einer, der das Glück oder Pech hatte, seine koronare Herzerkrankung mit Infarkt und allem drum und dran zu überleben und verursacht jetzt überproportional viele Kosten, die man vermeiden könnte. Deswegen mit dem Mythos sollte man aufräumen. Und ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, und da muss man die Entscheidungsträger, Ministerium strikt ausgenommen, vielleicht nochmal darauf hinweisen, ich muss für solche Dinge auch tatsächlich in eine Vorleistung gehen. Die Diskussion jetzt aus dem Nähkästchen von gestern kurz berichtet, ist die zu sagen, ja, aber wir haben ja keine Evidenz, weil wir keine Zahlen aus Deutschland haben. Es gibt Daten dazu, wir werden nachher noch in anderen Vorträgen wahrscheinlich was dazu hören. Die Australier haben durch ihr striktes Nikotingesetz die Zahl der jugendlichen Raucher halbiert in den letzten 3 Jahrzehnten. Und die Schachtel Zigaretten dort kostet übrigens 25 Euro. Das will man in Deutschland nicht machen, weil da wäre mindestens die FDP dagegen. Das hat ja was mit Unfreiheit zu tun. Und auf der anderen Seite sind aber die Erkrankungen, die nikotinbezogen sind, auf 1/3 zurückgegangen. Also es gibt diese Daten. Nur Ihre Arbeit, die Sie auch präsentiert haben, ist extrem wichtig, auch als Grundlage für die Diskussion. Ja, vielen Dank. Ja, ich stimme Ihnen natürlich voll zu, dass praktisch die Kosten, die wir jetzt sehen, sind die Maßnahmen der Vergangenheit. Ne? Also dass praktisch, wenn viele Leute nicht gesund geblieben sind, haben wir jetzt eben mit Multimorbiditäten in einer Art zu tun, die natürlich viel Kosten verursachen. Und natürlich ist auch so ein bisschen in der Bevölkerung so, das Denken ja auch von, ich habe ja so ein tolles Gesundheitssystem am Ende. Ich brauche mir erstmal gar nicht so Gedanken machen um meine Gesundheit, weil am Ende werde ich ja aufgefangen. Und davon müssen wir einfach auch wegkommen. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Ländern eben gar nicht so vorhanden ist. Da gibt es eben nicht so ein teures Gesundheitssystem. Da müssen die Leute natürlich dann auch viel mehr gucken, dass sie eben nicht krank werden. Und wir haben uns das lange geleistet, aber ob wir uns das auf Dauer leisten können, also stelle ich mir auch groß die Frage. Und insofern finde ich es auch so toll. Also als ich den Koalitionsvertrag las, dachte ich, also alles drin. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden. Mein Name Regensburg. Vielleicht ganz kurz zum letzten Punkt. Da hinkt der Vergleich auch mit den USA. Die haben ja kein so gutes Gesundheitssystem und haben trotzdem noch eine schlechtere Mortalität im Vergleich zu Deutschland, wenn ich das richtig verstehe. Also je schlechter das Gesundheitssystem, desto gesünder werden die Leute. Das stimmt ja auch nicht. Oder machen mehr Prävention. Der andere Punkt ist aber, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum jetzt die Schweiz zum Beispiel so viel besser ist als wir. Haben die wirklich bessere Prävention oder haben die andere Dinge im Vergleich zu Deutschland? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern. Ja, ich bin jetzt kein Experte für die Schweiz.
Aber ich denke, dass insgesamt in vielen Ländern dieser Präventionsgedanke eben viel mehr verhaftet ist und auch eben über die letzten Jahrzehnte viel mehr verhaftet war. Und dass wir natürlich mit diesem Bruch, also mit dieser Public Health, also der Volksgesundheit, die wir in den 30er Jahren hatten und die dann eben natürlich aus guten Gründen als nicht gut angesehen wurde, wir einfach dann in den 60er, 70er Jahren, vielleicht ja noch mit den Infektionskrankheiten, das ging ja noch alles, aber als es dann um die großen Volkskrankheiten, mit denen wir jetzt zu tun haben, ging, dass da eben einfach dieser Präventionsgedanke nicht da war, sondern dass man sagte, wir haben für die kranken Personen zu sorgen. Wir müssen uns nicht so sehr darum kümmern, dass gesunde Leute gesund bleiben. Und dass diese Tradition einfach in Deutschland sich nicht so verfestigt hat und dass das jetzt gerade bei diesen Krankheiten, bei den nicht übertragbaren Krankheiten ein großes Problem ist. Ja, ich hätte vielleicht zwei oder drei Fragen, Verständnisfragen. Zunächst mal die Alterspyramiden, der Entwicklung der Alterspyramiden, die Sie gezeigt haben, ist die denn so viel unterschiedlicher in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Kann man sich eigentlich schwer vorstellen, oder? Sie ist sehr unterschiedlich. Also wir mussten neulich mal für Herrn Lauterbach auch so ein paar Vergleiche machen. Und da haben wir mal Frankreich, USA und Deutschland gegenübergestellt. In den USA gibt es ja auch die Babyboomer. Und da war die Diskussion über die Babyboomer viel stärker. Die sind überhaupt nicht mehr sichtbar in dieser Pyramide, weil halt durch Zuwanderung sich das unten so aufgefüllt hat, dass das einfach so eine stabile Pyramide ist, die keine irgendwie Abweichung aufweist. Und Frankreich hat die stabile Pyramide sowieso, weil sie ja eine Geburtenrate von 2 Kindern pro Frau haben, plus noch Zuwanderung. Das heißt also, das, was wir in Deutschland sehen, diese extreme Ausprägung der Babyboomer, ist relativ ungewöhnlich für ein westeuropäisches Land und wird uns eben in den nächsten 15 Jahren in verschiedenen Bereichen, also es geht ja auch um Pflegekräfte und so weiter. Also wir sind da im Wettbewerb im Internationalen und wir stehen da eventuell alt da. Ne? Also insofern ist das schon alleine eine Herausforderung. Jetzt haben wir ja in den 80ern und 90ern versucht zu erklären, wo damals die Zunahme der Lebenserwartung herkam und haben, wenn ich mich recht erinnere, an die ganzen Diskussionen war der wesentliche Treiber die Innovationen, die wir im kardiovaskulären Bereich hatten. Und jetzt auf einmal ist Pendel swings back, jetzt sehen wir sind wir auf einmal auf der anderen Seite. Was mich so ein bisschen im Unklaren lässt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich an die Prävalenz der Risikofaktoren mir anschaue in den verschiedenen Ländern, so dramatisch unterschiedlich sind die eigentlich nicht. Dass wir immer noch Raucher haben, ist auch klar, dass da eine gewisse Variabilität gibt. Aber ich denke, in Ihrem Paper haben Sie expresses verbes zitiert, dass Sie auf der Basis dieser Daten der Meinung sind, dass eigentlich nicht die traditionellen Risikofaktoren für diese Unterschiede, die man zwischen Deutschland und den verschiedenen anderen Ländern Europas, die Sie genannt haben, erklären kann. Was ist es dann? Sind es die nicht traditionellen Risikofaktoren oder was ist es? Also Deutschland hat ja enorme Fortschritte auch gemacht bei der kardiovaskulären Sterblichkeit. Also diese kardiovaskuläre Revolution hat ja in Westdeutschland in den 70er Jahren stattgefunden. In Ostdeutschland fing das ja auch schon sogar in den 80er Jahren an, aber dann natürlich nach 1990 massiv. Also da kann man ja auch wirklich ganz tolle Natural Experiment Studien machen, wie schnell da zusätzlich mit Rentenzahlungen, die natürlich in Ostdeutschland damals auch extrem hoch waren, eben zu einer extremen Verbesserung der Sterblichkeit im höheren Alter geführt haben. Frankreich wird ja manchmal so als das French Paradox beschrieben, dass halt dort eigentlich die gleichen Risikofaktoren da sind, aber eben nicht so eine hohe kardiovaskuläre Sterblichkeit, was aber eben wahrscheinlich auch wieder ein Interaktionseffekt ist mit anderen Verhaltensweisen, die dann auch wieder mindernd wirken. Also da muss man halt noch mehr ran und wir haben halt leider auch oft gesehen, jetzt, also als wir dann sagten, okay, jetzt machen wir eine Literaturauswertung, um das mal zu erklären, was wir sehen, dass es da nicht viel vergleichende Literatur gibt, wo man wirklich da mal an die Ursachen richtig rankommt. Also da muss einfach noch mehr gemacht werden und wir hoffen, dass unser Paper auch dazu beiträgt, dass dann weitere Forschung in diese Bereiche geht. Bitte. Markus Ludwig Münster, ich habe eigentlich nur mal eine kurze Verständnisfrage zur genetischen Disposition. Das heißt also, Sie sagen, in Deutschland stirbt es sich generell früher. Es sind ja durch Zuwanderung damals auch in den 60er Jahren durch die, ich sag mal, italienische oder auch türkischen Einwanderer da nicht unterschieden worden jetzt in der Sterblichkeit. Das heißt, wer in Deutschland lebt, stirbt früher. Richtig?
Also die deutsche Lebenserwartung, also es ist ja so, ich wurde auch neulich mal gefragt, Bonn, also da ging es um Kreise und Lebenserwartung. Ne? Also wenn jemand nach Bonn zieht, steigt dann seine Lebenserwartung, weil die so viel besser ist als hier 20, 30 Kilometer weiter weg. Natürlich nicht, sondern das meiste sind ja individuelle Risikofaktoren, die jemand mit sich trägt. Ne? Also das ist ja erstmal das Entscheidende. Und bei Migranten ist es ja oft so, dass die ja mit einem Gesundheitsvorteil kommen ins Land und dann den verlieren über die Zeit. Ne? Also dass praktisch gerade sich diese gesunden Leute dann sich die Jobs aufbürden, die nach 20 Jahren eben zu extremen Gesundheitsproblemen führen und dann sind sie schlechter dargestellt als die Bevölkerung, die im Land lebt und solche Sachen. Also dieser Healthy Migrant-Effekt, der dann wieder abwandert. Aber letztendlich sind ja die individuellen Risikofaktoren heute viel, viel entscheidender als die kontextuellen. Aber wenn ich da noch was dazu hinzufügen darf, individuelle Risikofaktoren sind natürlich auch in ihrer Ausprägung abhängig vom Bildungszustand des Einzelnen. Und natürlich gibt es Unterschiede. Und aus dem Grund ist Gesundheitspolitik eben nicht Gesundheitspolitik alleine, sondern Gesellschaftspolitik. Es ist auch Bildungspolitik. Es ist eine Frage, wie schaffe ich Bewusstsein für etwas? Das wird, wie wir nachher über die Herzallianz noch was hören, eine entscheidende Rolle spielen, wie man das ganze Ding auf die Straße oder, um nachhaltiger zu sein, auf die Schiene gesetzt bekommt. Das muss man erkennen. Es ist dieser gesamte Ansatz. Und immer nur zu fokussieren auf Gesundheit reicht nicht. Und es gibt Zahlen dafür, wenn Sie einen Patienten in Berlin-Marzahn angucken oder das Outcome dieser Patienten und vergleichen mit Klein-Machnow, gewaltiger Unterschied, weil das Bildungsgefälle riesig ist. München, Hasenbergel versus Solln oder Grünwald, genau dasselbe. Das wird es in Bonn und Umgebung genauso geben. Genau, das stimmt. Und deshalb machen wir das ja auch bei unserem Institut, dass wir praktisch gleichzeitig auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben, weil es geht ja nicht darum, einfach so die Politik muss, ne, oder die Ärzte müssen oder die Ärztinnen, sondern dass wirklich das eine gesellschaftliche Geschichte ist, wo alle mitwirken müssen. Die Leute müssen zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, sie müssen sensibilisiert sein. Anders funktioniert es eben nicht. Und es ist halt praktisch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich denke, dem kann man nur zustimmen. Das ist sicherlich richtig. Was mich nur irritiert, ich habe kein Gefühl dafür, wie kann man sich die Unterschiede zwischen den Ländern erklären. Diese Differenz Hasenbergel, Maxvorstadt, wird es in Italien, wird es in Frankreich, wird es sonst vorgeben. Wenn Sie Nanterre, wenn Sie die Schlafstädte in Frankreich sich anschauen mit den Migranten etc., diese Unterschiede wird es dort auch geben. Deswegen diese deutlichen Unterschiede jetzt in der kardiovaskulären Mortalität zu diesen Ländern ist mir irgendwie nicht einsichtig. Müssen wir doch dramatische Unterschiede im Risikofaktorenprofil, du wirst nachher ein bisschen drauf eingehen, denke ich, im Vergleich. Aber irgendwie fühle ich mich da ein bisschen hilflos, solche dramatischen Unterschiede zu erklären mit den Daten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Bitte. Ja, schöner Vortrag und tolle Daten. Haben Sie irgendwelche Informationen noch dazu, wie die hausärztliche Versorgung in anderen Ländern aussieht? Weil da ist ja letztendlich auch wieder der Ansatzhebel, wie wir die Prävention auch gerade bei den erkrankten Patienten irgendwie, wo wir den Hebel ansetzen können. Und da, wenn man so, ich weiß das jetzt natürlich auch im Rahmen meiner berufspolitischen Aktivitäten, dass wir ja wirklich mit der DEGA, mit dem Hausärzteverband, teilweise eben wirklich Argumentationen haben. Der Oliver Weidengärtner kennt es auch hervorragend, dass man mit Simvastatin 20 Milligramm doch völlig ausreichend ist. Und das, was wir eigentlich sonst an Instrumentarium sonst zur Verfügung haben, eigentlich alles nicht notwendig ist. Und da kommt immer auch wieder das schöne Wort Verhältnisprävention, was ich bisher überhaupt nicht kannte. Aber das ist so ein Schlagwort und damit kommt man auch wieder, das wird einem um die Ohren gehauen und man kommt nicht weiter. Ja, also Dänemark zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, wo die sehr stark in die Struktur reingegangen sind, also so praktisch wirklich auf der neue die Krankenhausplanung vorgenommen haben und praktisch das ganze System jetzt zentral steuern, um es zu optimieren. Und wir sehen das auch, in Deutschland haben wir jetzt auch gerade nochmal zu Stadt-Land-Unterschieden gearbeitet und stellen da auch fest, dass eben viel mehr Herzinfarkt-Todesfälle oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen-Todesfälle im ländlichen Raum stattfinden und dass das nicht daran liegt, dass die Einsatzzeiten da irgendwie falsch wären, sondern dass einfach viel mehr eine viel höhere Inzidenz ist, dass also praktisch eventuell dort halt dann auch bei den Ärzten eben das Wissen nicht so vorhanden ist und die Leute auch nicht so sehr stark in diese präventiven Verhalten anwenden, gleichzeitig dann ja auch noch viel im Auto fahren und so weiter. Also das sind dann halt einfach so gemischte Gemengelagen, die dann halt am Ende zu den großen Unterschieden führen. Nochmal ein kurzer Nachtrag, war die Frage zur Schweiz. Ich arbeite auch zusätzlich in Luzern, Hislan Klinikum,
Und da ist es so, dass das Gesundheitsbewusstsein deutlich homogener ist und deutlich höher ist in der Schweiz. Die Patienten dort sind meistens privat versichert, beziehungsweise haben eine sogenannte Franchise, eine gewisse Selbstbeteiligung. Also das Bewusstsein für präventive Medizin ist deutlich erhöht, ähnlich den skandinavischen Ländern, denke ich, wie im Vergleich zu Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ja, Herr Klüsner, Sie merken, Ihre Studie hat, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen und großes Interesse hier bei den Kardiologen hervorgerufen. Abschließend vielleicht, wir haben Sie ganz bewusst eingeladen, welchen Rat würden Sie denn uns Kardiologen geben? Was müssen wir denn in Zukunft anders machen, um hier vielleicht besser zu werden? Hier sitzt der Präsident der DGK auch da, der hört genau zu, was Sie jetzt sagen. Ja, ich meine, also es ist ja auch schon mal schön, jetzt, ich habe heute nochmal die ganzen Texte gelesen, mit denen ja auch Ihre Gesellschaft reagiert hat auf unseren Beitrag und was ja jetzt auch gerade noch mit der Debatte, die gerade läuft, auch mit der Neuordnung RKI und so weiter, BIPAM. Also ich denke mal, dass da ja jetzt gerade viel läuft und dass man wirklich jetzt diese Anstrengung unternehmen muss und auch relativ schnell. Also eventuell ist es eben schon ein bisschen vorbei, das günstige Zeitfenster, das wir hatten, aber es wird nicht besser. Also jetzt noch zu warten und zu sagen, vielleicht stehen wir in 5 Jahren besser da, ist unwahrscheinlich. Also man muss jetzt den Hebel rumwerfen und ja, dann hat man zwei zusätzliche Kosten, weil man Prävention macht und gleichzeitig noch die Altfälle behandelt, aber auf Dauer zahlt es sich aus. Und die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Also die Gesellschaft altert und allein durch die Alterung wird es genug Leute geben, die bei Ihnen landen. Vielen Dank, Herr Klüsner.